Und da waren so die legendären Sexpartys drin. Wie würdet ihr so den durchschnittlichen Ballermann-Tourist beschreiben? Wochenende, saufen, geil! Da habe ich sofort zu dem gesagt. Sag mal, ich mach sofort mit. Sofort. Die ignoranteste Szene ist eigentlich die Rap-Szene, weil die sich untereinander alle ficken. Hola, ¿qué tal? Heute ist ein besonderer Dreh, weil ich treffe mich heute mit den Atzen, aber nicht irgendwo in Berlin, sondern in Mallorca, wie der Spanier zu sagen pflegt. Die Jungs sind ja hier mittlerweile genauso zu Hause wie auch in Berlin und darum versammelt sich Südberlin heute mal in Spanien. Die Jungs haben eine krasse Legacy in Sachen Deutschrap, angefangen mit den Wixtapes, die sie zusammen rausgebracht haben, bis hin zu Berlin bleibt Untergrund, das Projekt Atzenmusik, was dann eher partytauglicher war und auch damit automatisch massentauglicher. Florida Lady, du machst mich heiß, du bist so cool und kalt wie Eis. Sind dann auch irgendwann nach Malle gekommen, weil sich, hey, das geht ab, hier sich so geisteskrank als Hit rausgestellt hat. Hey, das geht ab, wir feiern die ganze Nacht. Und treten hier seit 10 Jahren auf. Ich bin heute bei einer Show dabei. Seit 7 Jahren ist kein gemeinsamer Song von den beiden mehr rausgekommen. Aber jetzt vor kurzem wieder ballern. Mal kicken, was die Jungs mir hier so in Malle zeigen können und was da heute Abend so abgeht, Dicker. Ich bin eigentlich gerade auf einer Null-Alkohol-Diät, aber gegebenenfalls werde ich eine Pause machen. Jetzt kannst du schon mal abstimmen, habe ich es geschafft oder habe ich es nicht geschafft. Einmal hier in der Ecke. Ab zum Megapark. Ich treffe mich jetzt mit den Atzen. Hättest du es beim 14-, 15-jährigen Ich gesagt, wär der direkt umgeklappt, Alter. Vor Aufregung oder? Ja. Ich bin ja auch Südberliner. Mhm. Geil. Darum, ja, Mann. Aus Tempeltown auch? Nee, Lichterfelde. Lichterfelde. Lichterfelde und Tempelhof jetzt auf Mallorca hier. Siehst du? Genau. So sieht's yes aus. Ja, hier ist halt immer gute Laune, ne? Das erste Mal auf Mallorca, kann ich mich noch erinnern, hat Manni Marx so einen Ganzkörperanzug angehabt. Ja. Ich weiß nicht mehr, was es war. Es war ein Huhn. Ein Huhn oder... Aber es war so extrem heiß unter dem Teil. Es war in dem Club ja extrem heiß schon. Mhm. Die stellen ja auch die Klima manchmal da absichtlich ab, damit die Leute mehr trinken. Ja. Da gibt es ja nicht mal das Rio Palace. Jetzt kann man die Tricks ja verraten. Naja, es war auf jeden Fall sehr lustig. Das kann man sich ungefähr vorstellen wie auf einem Punk-Konzert auch, ne? Also so krass eskaliert ist es da halt. Oder ist also es da eskaliert? Im Rio Palace haben wir schon die krassesten Sachen erlebt, wirklich. Also ich sag ehrlich, das waren die heftigsten Shows, die wir jemals gespielt ja haben. Ja. Mit Sicherheit. Wie haben die Leute so auf euch reagiert? Kannten die dann euren Background mit BC und eigentlich auch Writer und sowas? Ja, am Anfang natürlich. Das vermischt sich ja auch so ein bisschen. Du hast hier ja auch junge Leute, die aus Deutschland kommen. Die sind dann im Alter zwischen 18 und 30, die dann im Club feiern. Natürlich, klar. Was hören die in Deutschland? Und nicht die ganze Zeit Jürgen Dreves oder Schlagermucke. Und es war genau diese Zeit, wo halt auch die Insel, glaube ich, mal sowas gebraucht hat, dass hier so ein kleiner Umschwung kommt mit ein bisschen mehr frischer, neuer, junger Musik. So. Und dann haben die sich gefreut, dass wir halt auch da sind. Ja, also es hat sich gut vermischt. So. Also hattet ihr keine Vorteile irgendwie jetzt? Ah, jetzt kommen hier die Berliner und vielleicht kannten die Leute die Geschichten von den Jams früher und so? Nö, die es kannten, die haben es extrem gefeiert, ne? Klar. Und von den Clubbetreibern her und so? Nee, wir haben hier mit den Spaniern zusammengearbeitet und die waren sofort uns gut gesonnen. Du hast ja jetzt an vielen verschiedenen Projekten gearbeitet. Einmal hast du jetzt mit Orgi die Fortsetzung von Pornomafia gemacht. Kings of Bass, ja. Dann jetzt wieder Atzen-Songs, zwischendurch noch das Projekt mit Taktlos und Solo-Projekt. Fällt es dir dann schwer, irgendwie umzuswitchen? Weil es ist ja vom Sound her komplett anders, von deiner Wortwahl auch komplett anders. Hier ist alles ein bisschen softer und so. Komplett anders ist es nicht, würde ich sagen. Es ist schon andere Musik, aber es sind halt andere Projekte, als ob man in verschiedenen Bands spielt. Ne? Also gerade in den 60er, 70ern war das ja auch ganz normal, dass irgendwelche Musiker teilweise in Jazzbands, Funkbands oder dann wieder in einer Rockband gespielt haben. Und ich sehe mich eigentlich genauso als jemand, der ziemlich wandelbar ist in dem, was er macht, in seiner musikalischen Kunst. Denkt da ehrlich gesagt nicht so drüber nach. Einfach machen. Einfach machen, worauf man Bock hat. So. Das ist eigentlich die Devise. Das sollte eigentlich jeder machen. Nicht so viel nachdenken darüber, sondern einfach machen, worauf man gerade Lust hat. Dann kommt auch das Beste bei raus. Und jetzt kam 7 Jahre lang gar nichts von den Atzen als Kollabo. Warum das? Wir waren ständig unterwegs gewesen. Also nonstop ausgebucht und
keine Ahnung, hat sich nicht ergeben. Jetzt hat sich ergeben. Musste da einer mehr auf den anderen zugehen? Oder war das so ein gemeinschaftliches Ding? Es war eigentlich gemeinschaftlich. So, wie gesagt, probieren zwar ein bisschen was Neueres aus, was Frischeres, auch vom Sound her und so. Das haben wir auch, glaube ich, ganz gut geschafft. Und wie ist dazu gekommen, dass ihr dann das Atzen-Projekt erstmal ein paar Jahre lang auf Eis gelegt habt? Wirklich auf Eis gelegt haben wir es gar nicht. Nee. Wir haben ja ziemlich viel hintereinander geballert. Ne? Mhm. Also wir haben ja wirklich einen Hit nach dem anderen rausgehauen. Und irgendwann ist man dann aber auch so ein bisschen ausgelaugt, dass du dann sagst, ey, jetzt lass uns doch mal ein bisschen runterschrauben, ein bisschen wieder Zeit für sich selber auch, für vielleicht ein paar andere Projekte, die man halt machen will. Und weil wir dennoch die ganze Zeit jedes Wochenende live unterwegs sind, Freitag, Samstag, manchmal auch innerhalb der Woche, und wir die ganze Zeit Shows mit den Atze spielen, durchgängig, auch die ganzen letzten 7 Jahre noch trotzdem, haben wir halt gesagt, das ist eigentlich... Ja, weiß ich nicht. Wir machen halt einfach Musik, wenn wir Bock drauf haben. Wir sind jetzt auch nicht so abhängig davon. Es ist nicht nötig, jetzt unbedingt ins Studio zu gehen und einen neuen Hit zu machen oder ein neues Album zu machen. Deswegen, jetzt war einfach die richtige Zeit. Es hat sich einfach gerade gut angefühlt. So. Was hast du eigentlich in den letzten 7 Jahren hauptsächlich gemacht? Du hast ein paar Singles rausgehauen. Wir droppen wie ein Cybernaut, Cybernaut im Multiplayer-Game. Treffen mit der Crowd. Ja, jetzt hau ich einfach nach und nach immer einen Song raus. Ich habe jetzt einen YouTube-Channel, da haue ich einfach ein Ding nach dem anderen raus und guck mal, was passiert. Das sind ganz gute Sachen geworden, produziert von das meiste von Ty Jason. Bisschen für mich ein bisschen veraltet jetzt schon, aber ich hau die jetzt trotzdem raus. Mhm. Aktuell auch gerade. Und mal gucken, was passiert. Sexurlaub 2 war ja auch mal irgendwie so vage. Genau. Sexurlaub 2 haben wir auch aufgenommen, komplett fertig sogar. Ja, geil. Mit Chorus und DJ Reckless. Hat DJ Reckless alles produziert, das ist auch fertig. Da müssen wir einfach mal schauen, wann wir das raushauen und so weiter und so fort. Also das war jetzt nicht komplett ruhig gewesen, dass ich jetzt gar nichts gemacht habe. Ne? Jetzt geht's los. Polizei, die verfolgen jetzt hier die Sticker. Erwischt. Und hier ist übrigens The Club, ist ein neuer Club hier auf Mallorca. Das war früher das Paradise gewesen. Da waren so die legendären Sexpartys drin, wo live auf der Bühne gerattert wurde. Gefickt. Also du konntest halt reingehen als Gast und dann auf der Bühne mit ausgewählten Mädels, die halt vom Club waren, ficken. Okay, also live, vor versammelter Mannschaft, und die haben dann alle Also sozusagen Live-Puff. Das war ja schon, ja, Live-Puff, das ist genau. Grund? Gratis, du musst ja nicht dafür bezahlen. Ne? Ach echt, ja? Ohne Eintritt und so? Ja, was meinst du, wie viele von den Atzen hier keinen hochgekriegt haben? Ja. Ne? Hier. Ja. Ja, zum Beispiel. Den musst du mal da reinschicken und sagen, hier, pass auf, leg mal los. Ich habe mich gefragt, wie habt ihr das denn gemacht, so dass man... sag mal, einen vernünftigen Pegel hinbekommt, so, und dass man nicht schnell irgendwie in Alkoholiksucht oder sonst was abdriftet. Da muss ich ihn fragen, wie er das gemacht hat. Ich habe ja ehrlich gesagt nie richtig wirklich getrunken. Also ich bin also immer sehr nüchtern. Ich habe das 2 Jahre lang durchgezogen, bis irgendwann an den Punkt kam, wo es dann auch nicht mehr ging. Ne? Also kannst du nicht nonstop machen halt. Es macht dann halt auch ein bisschen mehr Spaß, aber ich muss jetzt sagen, ich habe jetzt auch lange nichts getrunken. Geht auch ohne. Also eigentlich ist es sogar noch besser. Wenn du die ganze Zeit trinken würdest, dann meinst du, wie wir aussehen würden? Ja, ja. Schon längst tot, glaube ich. Ja. Tot wahrscheinlich. Hier ist übrigens nachts die Anlaufstelle für die ganzen Damen, die sich die Besoffenen hier schnappen und ausrauben. Ja, kann man so sagen, ja. Und hier ist auf jeden Fall der kultigste Platz für uns persönlich auf Mallorca. Weil hier vorne ist das ehemalige Rio Palace. Ja, da wo alles angefangen hat. Da wo alles angefangen hat. Das war 100% das alte Schild aus den 80ern oder 70ern. Die kann man auch mal bei YouTube eingeben. Rio Palace, die Atzen. Und dann könnt ihr ungefähr euch vorstellen, was da drin los war. DJ Antoine, Mike Candies, so ein Zeug hast du halt hier viel gehabt. Ne? Also sehr viel Dance-Sachen, und da haben wir halt super reingepasst. Wir haben gut die Brücke geschlagen zwischen den ganzen Dance-Leuten und den ganzen Hip-Hop-Leuten hier. Es gab auch viele Leute aus dem Techno-Bereich, die sich gefreut haben, mit uns zusammenzuarbeiten, weil es für die halt auch mal was Neues ist. Ne? Wenn die auf einmal Vocals auf dem Song haben oder generell auch mal mit Rappern zusammenarbeiten wollen. Also die ignoranteste Szene ist eigentlich die Rap-Szene, weil die sich untereinander alle ficken. Ja. Ja. Das ist weniger in den anderen Szenen so? Nee, eigentlich nicht. Also
Also die supporten sich eigentlich alle und verstehen sich eigentlich alle ganz gut. Das ist eigentlich ganz cool. Da gibt es auch Beef. Ja, da gibt es auch Beef, logisch. Aber der ist halt eher lustig, ne? Meistens. Micky Krause und Wendler zum Beispiel. Wendler. Die haben sich mal richtig fies gebieft auf der Bühne und so. Da gab es dann auch Disses und sowas. Ja. War witzig. Aber ohne vor der Haustür auflauern. Ja, nicht geklingelt oder... Nee. Ja. Das ist sowas machen wir nicht. Die letzte Show war 2014, also das letzte Mal, dass der Laden überhaupt offen hatte. Mhm. Und wir waren tatsächlich der letzte Act, der hier jemals gespielt hat. Ach echt, ja? Abschlusskonzert war von uns hier. Ja, ist tot, da ist gar nichts mehr. Wie würdet ihr so den durchschnittlichen Ballermann-Tourist beschreiben? Weil es gibt ja immer sehr, sehr viele Vorurteile. Was für ein Ballermann-Touristen, ja. Die meisten Leute wollen natürlich, kommen her, um zu saufen und so, aber... um Party zu machen. Ich guck mal, ob ich so ein paar Klischees einfangen kann. Ja, die kannst du auf jeden Fall einfangen. Seit Holger der Verfolger. Wenn ich ja, unter dem Treffen. Der ist halt durchschnittlicher. Das ist wirklich so ein absoluter Vorzeiger. Den haben wir hier zufällig mal irgendwie getroffen. Der hat eine absolut geile Frisur. Absolut geile Frisur und war gut drauf. Ja, jetzt ist gerade Jürgen Drews im Megapark. Den hätten wir uns eigentlich auch noch mal geben können, suchen können. Hätten wir eigentlich auch machen können, ne? Wollen wir das kurz machen vielleicht? Wollen wir da mal hin? Weil mit Jürgen Drews haben wir ja auch einen Song. Mhm. Sonnenstudio Marion. Das muss da einfach sein. Hey, 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 ei, ei, ei. Hier ist noch eine Liege frei. War das schon, bevor das hier so bei euch Mallorca-mäßig geplatzt ist, dass ihr so ein Faible auch hattet für zum Beispiel die Mucke von Jürgen Drews? Oder ist es so dadurch gekommen? Also ein Faible für die Mucke von Jürgen Drews habe ich persönlich jetzt nicht. Aber wir haben ja dann alle mehr oder weniger hier kennengelernt. Ne? Dadurch, dass wir dann hier so präsent waren und mit den Leuten auch gemeinsam eine Bühne geteilt haben und sozusagen zu einer Familie gehört haben. Hat man sich dann auch angefangen damit zu beschäftigen, was die anderen so musikalisch machen. Jürgen Drews ist ein absolutes Talent in dem, ne? Ein Gesangstalent in dem, was er macht. Er ist ja Ewigkeiten in der Musikbranche. Er ist ja schon seit den 60er, 70er. Der war damals in den 70ern war das, glaube ich, bei den Les Humphrey Singers oder 60er oder so. 60er, 70er. Das ist eigentlich Wohler. Wie Jürgen Drews sagt, er ist ja eigentlich ein Hippie. Ja. Er ist eigentlich ein Hippie und seine Insel ist eigentlich Ibiza gewesen immer. Aber irgendwie ist er hier auf Mallorca gelandet und ist auch dann in diesem Partyschlager irgendwie ist er da reingerutscht so und ist aber ein super cooler Typ. So, dann geht's jetzt schon mal ab in den Megapark, weil Jürgen Drews spielt. Auf Mallorca, kann ich mich daran erinnern, hat er als allererstes die Hey, das geht ab Nummer geahnt, wie man heutzutage sagt. Geahnt, stimmt. Und wollte uns auf der Bühne unbedingt dabei haben. Das noch, war es als noch lange, einziger. Bevor das ein Hit war. Und dann meinte er, die Jungs haben einen Hit. Und dann hatten wir nämlich einen USB-Stick gehabt. Und damals hat man noch nicht von USB-Stick abgefeuert, sondern von CD. Genau. Und dann kam nämlich noch damals auch Andy, mittlerweile ein super guter Freund von uns. Also das war noch ganz am Anfang, für uns noch ganz am Anfang. Und der meinte, hier ist ein Megapark. Genau, und der meinte, Jürgen, keine Experimente. Das weiß ich noch. Echt? Ja. Ein Monat später waren wir hier auf der Bühne und haben abgerissen. Hattest du da direkt Bock drauf auf so eine hip-hoppigere Nummer? Ja, habe ich sofort zu denen gesagt. Sag mal, ich mach sofort mit. Sofort. Ja. Ist doch geil. Stehen bleiben können wir alle. Bisschen weiter nach vorne kommen oder wohin auch immer. Ist immer wieder was Neues machen. Und dass ich das noch darf, das darf ich mal ganz ernsthaft sagen, in meinem Alter, verdammte Scheiße, ich bin 74 Jahre, da guck dir mal andere an. Ja. Wie die rumkriechen. Ja, wo denn? Wo sind die denn? Ja, wo sind die? Jürgen Drews, einer der ganz großen im Musikgeschäft, muss man einfach mal unterstreichen. Korrekt, loyal, immer am Start, fleißig, geile Bühnenpräsenz, geile Show. Absolut, du bist eigentlich ein absolutes Vorbild. Von dir, also da können sich einige von dir wirklich eine Scheibe abschneiden. Ich will abgehen, ich will Party, 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 bis die Leute durchgehen. Schön fürs Zeitnehmen. Ja. Wir wünschen uns alle, die wir hier sind, viel, viel, viel Glück. Ist egal, was jeder macht.
Wer hätte gedacht, dass Jürgen Drews einmal in einem Backspin-Video sein wird? Ich glaube niemand. Jetzt gehen nochmal alle kurz ins Hotel, machen sich nochmal frisch und dann ist hier in dem Megapark gleich Atzenparty, Atzenparty Dingeling. Und ganz wichtig, ich bin nach wie vor nüchtern. Das wird das erste Zino ist unterwegs auf Party und nicht besoffen Video der Welt. Kurz einmal frisch gemacht, jetzt geht's zu dem Auftritt von den Atzen in den Megapark zurück. Was ich mich gerade gefragt habe, als ich wieder hierher gelaufen bin, was hätten Arzt und Marc von der Berlin bleibt Untergrundzeit gesagt, wenn man so zu euch gekommen wäre und gesagt hätte, yo, ihr werdet irgendwann ein Feature mit Jürgen Drews machen. Ja, wahrscheinlich gesagt, geil. Ja, glaube ich auch. Hammer. Ja. Warum nicht? Wir waren ja schon immer sehr offen gegenüber allem Möglichen, was so Musik angeht und was andere Künstler angeht. Und Marc war schon sehr, sehr früh bedacht darauf, irgendwie Schlager und Rap oder dieses Partyschlager gegen Rap zu mischen. Natürlich, Sexurlaub war schon so ein Malle-Ding. War schon so ein bisschen Malle-Ding. Hey! Unser letzter Tag für diese Saison jetzt, diesmal ja. Für diese also jetzt nochmal Atzenparty-Dingeling. Ja. Juti, dann geile Nummer. Let's go. Wir sind jetzt im Megapark und jetzt gucken wir uns den Spaß hier mal an, Alter. Leute, ich sag euch, das hier ist Andi Lux, der Partyfuchs aus dem Megapark. Die Legende am DJ-Pult und am Mikrofon. Der beste Hoster, den ihr euch vorstellen könnt. Andi Lux, der Partyfuchs. Das war der Saisonabschluss von den Atzen in Mallorca. Yes, sir. Jungs, vielen Dank für die Einladung. Wir haben auf jeden Fall Holger den Verfolger, wir haben Jürgen Drews, Dicker, ja. Und wir haben Atzenparty, Dingeling bis zum Abwinken. Wir sind raus. Peace. Adios. Und bis dann. Und ich bin nüchtern geblieben, hättet ihr alle nicht gedacht, wa? Aber manchmal spielt das Leben nun mal so. In diesem Sinne, ihr seht mich jeden Sonntag mit diesem Gesicht auf Backspin TV. Macht euch einen schönen und bis nächste Woche, wa? Tschüss.